Ich darf weitergeben an Herrn Adam Laubs. Mein Name ist Adam Laubs. Ich bin schon das dritte Mal hier und ich werde jeden Montag hier sein. Bis guten Monat in der Freiheit ist. Ich bin Botschafter des Staatlichkeits, darüber werde ich nur auf ausdrückliche Bitte von euch sprechen. Was ich heute euch vorlesen möchte, ist die Ehrenerklärung für die Opfer der kommunistischen Gewaltherrschaft. Das ist datiert am 17.06.1992 vom Deutschen Bundestag. BR Drucksache 431-92. Ich lese das vor, damit wir hier, viele von uns bringen eigene Erfahrungen mit, begleichen können, was wird gesprochen, gefeiert und was im Hintergrund eigentlich abgelaufen ist. Der Deutsche Bundestag würdigt das schwere Schicksal der Opfer und ihrer Angehörigen, denen durch die kommunistische Gewaltherrschaft Unrecht zugefügt wurde. Den Menschen, die unter kommunistischer Gewaltherrschaft gelitten haben, ist in vielfältiger Weise Unrecht oder Willkür widerfahren. Sie wurden ihrer Freiheit beraubt und unter menschenunwürdigen Bedingungen inhaftiert. Viele sind in unmenschlichen Haftanstalten umgekommen. Sie wurden gefoltert, gequält und getötet. Sie wurden in ihrem beruflichen Fortkommen behindert, schikaniert und diskriminiert. Sie wurden verschleppt. Sie wurden unter Missachtung elementarer Grundsätze der Menschlichkeit aus ihrer Heimat von Haus und Hof und aus ihren Wohnungen vertrieben. Sie wurden an Eigentum und Vermögen geschädigt. Der Deutsche Bundestag verneigt sich vor allen Opfern kommunistischer und Unrechtsmaßnahmen. Er bezeugt all jenen tiefen Respekt und Dank, die durch ihr persönliches Opfer dazu beigetragen haben, nach über 40 Jahren das geteilte Deutschland in Freiheit wieder zu vereinen. Das ist die Erklärung. Für mich als Folteropfer schmerzt nur ein zentraler Satz, unendlich. Sie wurden gefoltert, gequält und getötet. Nehmt ihr alle zur Kenntnis, bis heute ist keiner wegen Folterungen an Gefangenen in der DDR verurteilt worden. So viel.